Moin Moin meine lieben Leute der leichten Unterhaltung und willkommen hier zurück auf meinen Kanal. Was haben wir heute vor? Heute werden wir erstmal unseren Friedhof ordentlich machen, dass wir mal schön ein paar, dass wir den mal schön auf Pluspunkte bekommen. Und dazu, komm, wir haben vier, uns fehlt eigentlich nur noch einer. Und dazu machen wir auch gleichzeitig noch, hier haben wir noch eine schöne Holzumrahmung. Dazu werden wir auch nochmal unseren Hof vergrößern. Dafür brauchen wir ein paar Sachen, das ist gar nicht so viel. Huch. Gibt es nichts Schönes für diesen schönen Holzumrahmung? Anscheinend nicht. Gut, dann brauchen wir noch, müssen wir gucken, was wir hier machen können. Guck mal hier. Das können wir leider nicht besser machen, weil uns fehlt immer noch das, dass wir das hier beenden können. Uns fehlt praktisch, das können wir noch nicht, aber vielleicht können wir ja hier irgendwo die Holzmarkierung hier rausnehmen. So, entfernen wir mal. Hier setzen wir den Grabstein ein. Oh, das hilft ein bisschen, oder? So, haben wir 5. Das gleiche werden wir, glaube ich, hier auch nochmal machen. Denn wenn der Bischof jetzt kommt irgendwann, dann wird er staunen und sich freuen, dass wir das so gut gemacht haben. Die Batterie lässt nach. Das ist natürlich nicht so cool. Macht aber nichts, denn ich habe hier doch irgendwo. Ups, was runtergeschmissen gerade. Nee. Hier doch irgendwo so ein geiles Kabel liegen. Das stecke ich einfach rein und dann lädt er auf. Perfekt. So, die Qualität unseres, wie nennt sich das hier? Friedhofs, Kirchenfriedhofs ist besser. Und wir können, wenn er kommt, ihm Bescheid sagen, dass wir auch 5 erneuert haben. Na gut. Wenn der Wanderer mehr kommt. Wisst ihr das noch? Weiß ich nicht mehr. Ja, was hat er erzählt? Weiß ich auch nicht mehr. Wo ist noch hier? Ein paar Stecker liegen wir noch mit. Hier haben wir noch mal kurz Ding um. Mit. So, hier sind noch 2 Metalldinger. Jetzt können wir hier runter gehen. Das ist ein Steinamboss. Und da können wir noch ein paar komplexe Eisenstücke machen. Das machen wir. Die brauchen wir, um den Hof vergrößern zu können. Mal sehen, ob es klappt. So, schauen wir mal kurz. Jetzt müssen wir mal hier hingehen und ich meine, Hof vergrößern, da haben wir alles für. Ist er jetzt wirklich vergrößert? Eigentlich nicht, oder? Oder ist der jetzt automatisch vergrößert, weil wir das gehabt haben? Das weiß ich nicht. Das können wir natürlich testen, indem wir mal. Was brauchen wir denn noch, was wir bauen können? Also, wir bräuchten eigentlich mal so ein. Ein Eisenerzlager zum Beispiel. Ach, guck mal hier. Siehst du? Ist er wirklich vergrößert? Perfekt. Eisenerzlager packen wir dahin. Natürlich einmal bauen. Oh, können wir noch nicht bauen. Gehen wir noch einmal schnell schlafen. Wird das gleich bauen können. Cool. Wir können auch gleich mal gucken, ob wir noch ein paar Technologien hochpushen können. Das muss sich ja irgendwie auch lohnen für uns. So. Ist schon fast morgens. Vielleicht kommt ja gleich der Kardinal, der Bischof da rein. Gehen wir mal zum Friedhof. Hier kommt das Lager von Eisen hin. Kann natürlich jetzt noch nicht viel gebrauchen. Aber wir gucken mal kurz an Technologien. Passt mal auf, was haben wir denn da so? Wir können jetzt die Waffen machen, das machen wir auch. So. Müssen wir ja coolere Waffen bauen können. Und zwar hier. Ne, wo baut man denn die Waffen denn? Hier unten am Amboss. Hier ist da. Axt 1, Schaufel. Okay, das ist alles, was man machen kann. Wir wollen ja Waffen bauen. Weißt du, wir brauchen hier. Was brauchen wir denn hier? Hanfseil. Wo kriegen wir denn Hanfseil her? Nun gut. Das andere können wir alles bauen. Joa, gehen wir mal hier runter und gucken, ob wir im Friedhof den Kardinal da finden. Oder diesen Priester, Bischof, Heini da.
Für uns auch ganz wichtig, dass wir mit denen mal reden können, wir einfach mal eine Quest beenden können. Oh, sieht ja schon schöner aus da, unser Friedhof, ne? Hat er noch gesagt, wann er mal kommt? Dieser Teil ist wegen Urnenführung gesperrt. Bei Fragen wir den Inquisitor fragen, okay. Keine Ahnung, wann er kommt. Ein bisschen abwarten hier. Auch mal besuchen. Wo können wir denn Hanfseil herbekommen? Sollen wir ins Dorf gehen? Gucken, ob wir Hanfseil da herbekommen? Im Dorf? Also, was wir da noch so kaufen können. Ich weiß gar nicht, was wir noch so Handel treiben können da. Ein paar Sachen haben wir ja auch. Können wir kurz zum Inquisitor gehen und fragen, ob er uns diese verfluchte Gegend da entfluchen kann. Wenn er hier oben ist, ne? Das heißt, er jetzt gerade nicht da ist. Nö. Wie leer aus ist das da? Oh Gott, das sieht aus wie so ein... Ach guck mal, das zeigt die, das ist eine Sonnenuhr. Das zeigt die an, wie spät das ist, okay. Nicht verkehrt. Oder Hexenhügel. Wir gehen mal gleich den Hexenhügel hier mal links lang. Um mal zu sehen, wo wir hinkommen. Wir haben noch gar nicht alles erforscht hier für immer allein. Okay. Zack. Das sind hier. Was ist denn das? Ach, hier kann ich auch was hinpflanzen. Okay. Auch nicht verkehrt. Wohin kommen hier? Ein abgebranntes Haus. Gelbe Blume. Und mal reparieren, weil wir nett sind. Ob das was bringt. Machen es aber mal. Okay. Schade, ich dachte, man könnte vielleicht ein paar Samen ergattern hier oder so von irgendwelchen Pflanzen, die wir dann selber bei uns mal sehen können. Dafür müssen wir, glaube ich, mal in die Stadt gehen und mal gucken, ob wir da nicht irgendwie was bekommen können. Irgendwelche Saat oder so, die man kaufen kann. Weil wir müssen ja auch irgendwie mal Kohle machen. Und außerdem brauchen wir diesen blöden Stempel auch noch. Den haben wir auch noch nicht, ne? Man guckt hier. Flasche Wein fehlt uns noch. Triff mich auf dem Hexenhügel, okay. Was gibt's noch da? Entsprechender Esel, Leichenlieferant, wohnt im linken Stall. Warmer Soldat, toller Schnurrbart. Bin einen Stempel und verkaufe ihn Hautreich. Rede mit dem Händler. Okay. Mit dem Händler können wir gleich reden, das machen wir dann. Weil gleich ist es soweit. Können wir mit dem Händler mal reden. Und sehen, was der uns so zu bieten hat. Und ob es eine Technologie war. Haben wir noch ein paar Technologien, die wir erforschen können? Gerade so beim Essen. Wahrscheinlich nicht hier. Aber vielleicht hier bei dem Grünzeug. Da brauchen wir viel von dem Blauen, ne? Ja. Nicht so viel, was wir machen können. Na gut. Komm, gehen wir mal hin. Ups. Nicht in das Kornfeld gehen. Also hier zum Beispiel hat er richtig viel gesät. Kann man da mal anfragen. Ja. So. Wir schnappen mal kurz mit dem Schmied.
Wann ist er denn noch so da? Fragen wir nach. Schleifstein, Schleifstein. Schleifstein haben wir. Der ist zwar nicht mehr so super, aber können wir jetzt auch nicht kaufen. Und dann muss erstmal wieder ein bisschen halten. Wir haben auch kaum Kohle. Verkaufen können wir natürlich hier vom Eisen was, ne? Bis wir ein paar Nägel bekommen von uns. Dann haben wir 20 Nägel. Zack, haben wir schon immer schon Kohle zusammen. Gut. Viel hat er jetzt nicht für uns. Das ganze Dorf haben wir ja noch nicht erforscht. Ne? Es gibt ja bestimmt noch ein paar Sachen, die wir mal grüßen können. Hier gibt es noch eine Hühnerfarm. Was ist hier denn los? Frische Eier. Ah, guck mal. Handeln. Ja, aber jetzt nicht. Wir müssen einmal kurz in die Taverne rein. Kaufen wir erstmal die beiden Dinger. Was können wir mit mir handeln nochmal? Achso, Gerichte brauchen wir jetzt auch nicht. Ich glaube, jetzt sind die alle drin, jetzt kann man nichts mehr hier machen. Wenn man auf die Karte guckt. Bausegänge, eine Weizenfarm, das Dorf. Da gibt es auf jeden Fall verschiedene. Da unten ist der Schmied, da ist ein Eierheini. Da oben ist die Taverne, da oben ist der... Oh, guck mal, wir müssen mal ein bisschen erforschen hier. Ist die Mühle? Ne. Da oben wahrscheinlich, ne? Hier ist der... Hier ist verschlossen. Bis ich 18 im Schrein habe, ach so. Ja. Wir müssen doch mal hier hinkommen, wenn es hell ist. Aber hier kriegen wir jetzt nicht mehr so viel. Dann müssen wir wiederkommen, wenn es hell ist, sonst macht es keinen Sinn, hier durch die Gegend zu eiern. Wenn man auf die Karte guckt, dann haben wir natürlich hier den Bienenheini, dann haben wir das, Taverne. Und da unten ist auch noch irgendein Händler, würde ich sagen. Da müssen wir mal runter. Der ist direkt da, okay. Gehen wir kurz mal hin. Gehen los. Ein bisschen Metallschrott geklaut hier, oder was? Naja, immerhin. So, wenn hier die Taverne, muss ja hier irgendwo der Händler sein. Wo ist denn der Händler? Gut. Also der Händler ist hier irgendwo. Behaupte ich mal. Was ist er denn da? Ah, okay, das ist ein... Wo bin ich denn da? Warte mal. Ich bin hier bei irgendeinem Keramik-Heini. Gut. Gut zu wissen, dass man die... Man hat die Händler mal vorher mal abchecken sollen, das habe ich gar nicht gemacht. Echt ein bisschen blauig durchs Leben gerannt hier. Der Weg in die Stadt ist versperrt. Du brauchst einen Passierschein. Achso, okay. Gut. Passierschein haben wir noch nicht. Den kriegen wir noch irgendwann. Gutes Pferd. Wer ist er hier?
Redet gar nicht mit uns. Ist er hier? Auch nichts. Jetzt ist Dings jetzt weg hier. Den brauchen wir nicht mehr fragen, den haben wir da mal schon. Da. Zu ihm hier. Guten Tag, der Herr, wir haben die besten Milchprodukte. Zeig mal. Okay. Ja, das glauben die, dass wir Barbaren sind. Was hat er denn so? Ah, guck mal. Torf, das nehmen wir mit. Ey, für irgendwas braucht eine Torf, deswegen ist es gar nicht so schlecht, dass wir das mal mitnehmen. Was er zu uns sagen hat. Ich bin Stress. Ich bin der Friesenfäller, schön dich zu treffen. Wenn du Holzmaterial brauchst, kann ich dir helfen. Für Steinkram musst du meinen Bruder Cory besuchen. Ah, wer ist Cory? Wir können ja auch was verkaufen. Kostet zwar viel, aber man kann auf jeden Fall, wenn man das Holz selber sammelt, kann man auch ein bisschen Kohle machen hier. Wollen wir jetzt aber gar nicht. Irgendwelche geben, wo wir was anderes kaufen können. Was ist da hinten? Kann man wahrscheinlich angeln. Ich muss mal auf die Karte gucken, warte mal. Da ist ein Eierhaini, da ist ein Schmied. Das ist das tote Pferd da oben. Da müssen wir eigentlich nur runtergehen. Da kommen wir nicht hin. Da geht es nur raus. Warte mal. Wenn es da rausgeht, dann muss das ja hier oben sein. Aber hier ist doch niemand. Sollten wir den Händler mal treffen? Was stand da? Rede mit dem Händler. Okay, das ist eine Ruhezeit. Natürlich doof. Ich geh mal hier rein kurz. Mit ihr können wir wahrscheinlich immer noch nicht reden, ne? Gut. Gut, dann laufen wir noch mal kurz zum Dorf zurück, gucken, ob wir da vielleicht den Bischof treffen, damit wir unseren Friedhof jedenfalls in Gang bekommen. Und dann rennen wir nochmal hier zurück gleich. Na, gute Zeit. Das muss ja klappbar sein. Ja. Geh hier nicht weg, bevor ich meinen Friedhof nicht in Gang habe. Oh, jetzt müssen wir gucken, ob wir ihn noch erwischen. Nicht, dass es gleich schon wieder springt. Sollte er immer hier sein? Ist noch ein Plan? Gut. Können wir den Inquisitor ja nochmal beim Hexenhügel treffen, wenn wir das schaffen. Ich glaube zwar nicht, dass wir es schaffen jetzt. Dafür ist die Zeit zu knapp. War schon ein leichter Wind auf. Bitte, 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 bitte. Komm schon, wir schaffen es noch. Natürlich, geht er jetzt gerade, der Spacko. Na. Ärgerlich, ärgerlich. Gut.
hole ich einfach, du Spacko. Falsche Richtung. Das ist blöd. Hat doch nicht so viel erreicht, wie ich es gehofft hätte. Da haben wir alle Sachen erfüllt. Was ist das, ne? Man kann nicht alles schaffen. Na gut, dann lass uns noch kurz ratzen gehen. Dann schlafen wir so, dass wir die nächste Uhrzeit haben. Dann gehen wir nochmal hier hin. Weißt du, wenn man den nicht braucht, dann trifft man den alle Nase lang irgendwie. Und wenn man den Heini braucht, dann trifft man den gar nicht. Muss aber ein bisschen Hitze machen hier. Dafür müssen wir ein bisschen Holz hacken. Drin Holz. Also in der Nacht kommt er definitiv nicht, das wissen wir schon. Brauchen wir gar nicht gucken. Glas brauchen wir noch nicht, aber hier. Zack, machen wir ein paar Dinger davon. Wir gehen kurz schlafen. Da oben sehen, wenn wir raus müssen ungefähr. Was? Ach so, ja, wir wollten ja auch unsere Zombies nochmal holen, ne? Ich kann natürlich auch nochmal kurz gucken, was wir dafür brauchen für die Zombies, um das auf den Weg zu räumen. Was war denn das noch? Kann mich gar nicht mehr entsinnen. In den Keller nochmal da zu diesem blöden Kopf und gucken nochmal, was wir brauchen, um das da aus der Seite rauszubekommen. Also, wir brauchen. Ach, das ist scheiße, diesen Holzblock kriegen wir nicht. Das stimmt, das war's. Ah! Den können wir erst machen, wenn wir. Dann können wir einen Holzblock machen? Da. Dafür brauchen wir. Brauchen viel zu viel für. Gut, hast du irgendwas Neues zu erzählen? Oh, warte mal. Ich will noch mal fragen. Wo ist der Leuchtturm? Also dieser Leuchtturm wird ja wahrscheinlich am Wasser sein, ne? Wo sollte denn so ein Leuchtturm sonst sein? Aber so richtig weit kommen wir ja nicht. Ah. Hilft nicht so viel, ne? So. Haben wir genug, aber können wir jetzt anfangen? Wird schwierig. Arbeite mal ein bisschen ab hier. Das ärgert mich gerade so ein bisschen, dass wir gerade nicht vorankommen. Dumm.
unten hinkommen. Finden wir den Leuchtturm ja selber, mal gucken. Jetzt kann ich mitnehmen, weil ich einfach alles voll ist. Guck mal, hier kommen wir nicht rüber, müssen wir die Brücke heile machen. Obwohl, da fehlt uns gar nicht viel, wir haben so eine beschissene Planke. Die können wir bauen. Die können wir doch bauen. Planken. Machen wir mal, dann reparieren wir mal die Brücke. Haben wir jetzt was zu tun? Kiste tun gleich hier. Ja? Was ich hier reinpacken kann? Hier, ne? Ja. Schön. Ordentlich arbeiten hier. So, dann. Wie viele wir schon brauchen, mehr habe ich gar nicht. Dachte gerade eben. Macht nichts. So, wir schlafen eine Runde. Ist auch schon die nächste Zeitrechnung angefallen. So. Komm raus da, aus den Federn. Jetzt können wir mal hingehen zu dieser blöden Brücke, gucken, ob wir die reparieren können und dann mal sehen, was denn passiert. Oh, da kommt der Kardinal. Den, mit dem schnacken wir, dann können wir es endlich doch noch machen. Ah, geil. Müssen wir reingehen hier? Müssen leider Optizie machen, weil es gibt ja grüne Punkte für uns. Leichnam lassen wir nur mal kurz da liegen. Wir müssen nachher auf jeden Fall noch wegbringen. Jetzt ist der blöde Spacko ja da. Dann können wir kurz mit ihm reden. Da, endlich. Ich hatte wirklich den richtigen Eindruck von dir. Ich bin nicht auf hier zum Wärter des Heiligen Ortes und Prior dieser Kirche. Wir bereiten uns auf deine erste Predigt vor. Aha, was für eine Ehre für dich, wenn ich bei deiner Zeremonie. Also du stellst dich einfach an die Kanzel und sprichst die Worte. Welche Worte? Die Worte, ha, eigentlich kannst du erzählen, was du willst. Weißt du, hier ist es gar nicht so übel. Häng ein paar Dekorationen auf, ein paar nette Kerzen, Musik, Weihrauch, Öl, dich ein für eine schöne Massa. Kurz gesagt, der ganze Kram hier hilft dir mehr, Glauben zu bekommen und Glaube ist Macht. Ah. Okay, warte mal, wir kommen sofort zurück. Noch nicht? Okay, warte, dann können wir vielleicht eine Kiste bauen hier irgendwie? Nein. Problem ist,
Ich muss hier leider was zerstören, glaube ich, weil ich sonst irgendwie nichts machen kann. Und jetzt geht's. Und los geht's. Möge die Macht mit euch sein. Aha, nicht übel, nicht übel. Aber meine Predigen sind viel besser. Du solltest dich wirklich besser auf deine nächste Zeremonie vorbereiten. Ich glaube, der letzte Prior hatte irgendwo Bücher mit den richtigen Worten in der Kirchenbibliothek. Findest du bestimmt allerlei komisches Zeug. Er hielt sich nämlich für eine Wissenschaftler. Ah, das kannst du alles wegwerfen. Jetzt den Leuten von deiner nächsten Zeremonie. Vielleicht taucht ja nächste Woche sogar jemand auf. Übrigens ist das Prior jetzt deine Pflicht, jeden eine Zeremonie durchzuführen. Ich kann dir ein paar nützliche Accessoires verkaufen. Und ich habe eine kleine Aufgabe für dich. Rede einfach mit mir, wenn du bereit bist. Ah, ich muss jetzt los. Luft ist hier so trocken. Das ist nicht gut für meine Haut. Ja, sehr gut. Unsere erste Predigt haben wir geschafft. Und die Qualität der Kirche ist auch okay. Oh. Perfekt. Oh, hier. Geht's irgendwo hin? Aha. Arbeitstischung bauen, okay. Da gibt's auch einige Sachen, ne? Gehen wir da hin. Studieren. Okay, das haben wir noch nicht. Kriegen wir wahrscheinlich erst, wenn wir die Leute hier in unsere Kirche gelockt haben. Ja gut, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei und bis dahin, tschüss. Ha ha ha.